Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kakpoon TV. Wir waren lange nicht hier. Ein neues Projekt, Minecraft Pandora haben wir es genannt, ein eigenes Modpack. Ja, hier ist eine Kugel gelandet, ich bin so glücklich. Hey, gib mir die Flasche wieder. Ne, die behalte ich jetzt. So, ja, ihr habt lange von uns kein Video gesehen. Wir haben ein bisschen Pause gemacht, aber wir wollen jetzt wieder starten, haben das neue Projekt gemacht. Das ist ein eigenerstelltes Modpack. Funktioniert bis hierhin sehr gut. Da können wir euch einiges zeigen. Der Fuchs ist wie immer mit dabei. Ihr habt ihn schon gehört und er schmeißt mir Kühe ins Bild. Ich weiß nicht, wo er gerade rumturnt. Und hier hinten, Und da hinten wohnt der Mortimer. Nein, hallo. Morten war es, ne? Nicht Mortimer. Egal, du darfst mich nennen, wie du möchtest. Das ist Oh. nett. Ha! So, zur groben Erklärung, also, wir wollen hier eine Stadt bauen, in diesem Modpack. Das hier wird der Mittelpunkt, die Wege führen dann halt schon zu den einzelnen Grundstücken. Da hinten hat er Morten. Oh, ich werde die ganze Zeit Mortimer sagen, ich bin so aufgeregt. So, sein Grundstück, da gehen wir doch mal direkt drüber und schauen. Und da fängt es an zu regnen. Und da steht der Fuchs und hat schon einen Hut auf. Ja. Aua. Okay, das ist mein Grundstück. Hier. Hier. Jetzt hat er auch Tankladefehler. Oh, und sieh dir diese komische Pflanze. So, Ja, die der habe ich gerade Kuchen. gestört. Ja, danke. Macht, glaube ich, mal eben den Sound von dem scheiß Regen aus. Ja, der ist auch total laut. So. Hast du das schon gesehen? Hier mit den Flaschen. Ist auf ihn. Guck mal da oben. Da ist der Morten. Da fällt schon wieder eine Kuh. Ja, das ist das Grundstück. Im Laufe der Zeit, hoffe ich, denke ich, werden noch ein paar Leute mehr dazukommen. Dann wird das hier alles schön groß und schön wachsen. Da soll dann irgendwann ein Rathaus entstehen. Jetzt gehen wir mal rüber zu meinem Grundstück. Wir haben nämlich einzelne Grundstücke. Ja, das seid ihr überhaupt nicht gewohnt. Ich wohne nämlich alleine. Ich hab das nicht mehr Ja. ertragen. Er wollte nicht mehr mit mir zusammen wohnen. Miete verlangt. So. Ja, die anderen beiden haben auf jeden Fall gerade schon so ein bisschen angefangen. Ich habe hier noch gar nichts gemacht. Was ich noch sagen wollte, ist, wir werden nicht mehr wie früher jeden Tag ein Video hochladen, weil das schaffe ich zeitlich nicht. Das geht gar nicht. Ich werde versuchen, es so auf 2 bis 3 Videos die Woche einpendeln zu lassen. Mal gucken, ob wir die Videos dann dafür einfach einen Tacken länger machen. Mal schauen. Dann wird das, denke ich, schon klappen. Zwischendurch machen wir Livestreams. Den Link werde ich dann auch noch in die Kanalbeschreibung reinpacken. Da könnt ihr auf jeden Fall auch regelmäßig vorbeischauen. Hier wohnst du aber nicht. Nein. Ich gucke mir jetzt hier gerade mal schon mal an, was du hier schon alles so zusammengeschustert hast. Unmengen, wie ich sehe. Ah, super, da draußen steht direkt schon so ein Skelett. Ich muss hier weg. Bei Jetzt mir kommt ist übrigens gerade auch ein Creeper auf einer Spinne. Gar Ja, ich nicht glaube, schön. ich sterbe hier gerade das erste Mal schon. Apropos, drück mal Tab. Ach ja, wir haben den Death Counter mit eingestellt. Sieht man nur sie, wenn man Tab drückt. Genau. Finde ich persönlich sehr Das ist sehr angenehm. Also, dass man creepy. den, wie gesagt, nur sieht, wenn man Tab drückt. So, das ist unser Grundstück mit einer Babyspinne, die mir hier schon auf den Zeiger geht, und einem Creeper mit einer Mütze auf. Ich hätte ja auch ein Schwert mitgeben können. Das wäre hilfreich gewesen, weil jetzt bombt der Creeper mich hier weg. Warum steht da, dass ich in die Luft gejagt wurde? Aber ich bin nicht gestorben und der Creeper steht auch noch Weil hier. das Server gerade hängt. Nein! Ja, ich habe Nein! gerade eine Kuh versucht aufzuheben und Ja, scheinbar kurz dann ab. unterbrechen wir an dieser Stelle mal kurz die Aufnahme. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Es funktioniert wieder. Ja, ist halt ein selbsterstelltes Modpack, ne? Da können auch mal solche Serverabrisse passieren. Das ist leider so. In der Zwischenzeit, ich war ja gestorben, dann musste ich wiederkommen, dann bin ich noch zweimal gestorben.
Wir haben Special Mobs mit drin, weil wir dachten, dann ist es später ne, noch so ein bisschen anspruchsvoller. Allerdings ist es für den Anfang extrem anspruchsvoll. Es Und war zu anspruchsvoll. ja, und meine PvP-Kampfskills Haben sich verbessert. Überhaupt nein, nicht. die kennt ihr ja noch. Hier ist eine Kuh, die hat eine Rakete auf dem Kopf. Eine Atomrakete. Raketenwerfer. Tausch den gegen die Krone. Nein. Man kann eine So, Hüte aber tauschen. in Man kann der eine Hüte tauschen. Tat töte ich jetzt mal hier so ein, zwei Kühe. Da hinten hatte noch einen Kuhmug auf. Den Raketenwerfer nehme ich mir so. Pokémon-Trainerhut. So, dann haben wir jetzt auch ein bisschen Fleisch, das heißt, das können wir gleich. Haben wir wenigstens ein bisschen was zu essen. Ja, wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie safe werden. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das anstellen sollen. Jetzt sag mir nicht, der Server hängt schon wieder. Glaube Nein. nicht. Nö. Alles easy. Warum kann ich denn hier keine Blätter abbauen? Machst du denn da? Ich kann hier nichts anklicken. Bist du im Adventure-Modus? Die Fackel kann ich abbauen. Bist du im Adventure-Modus? Wo stelle ich das denn ein? Receive Moment. Mode? 1 war, ne, 0 war Dingens, ne? Jetzt probier nochmal. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, dann warst du im Adventure-Modus. Wie auch immer ich das wieder hingekriegt habe. Hast du über links oben deinen Spielmodus geändert? Ich weiß es nicht. Wenn da ein A steht, bist du im Adventure-Modus. Ist ja So. der für Maps und so weiter, damit du da nichts kaputt machst. Ah. So, dann erstmal hier ein bisschen Holz. Ah, was ein Stress. Ich habe jetzt schon wieder Angst davor, wenn es gleich wieder Nacht wird. Ich teile mein ganzes Grundstück jetzt mit Doppelzäunen, also doppelt so hoch. Sollte jetzt eigentlich relativ. Ja, ich hab kein Holz und Zäune. Glaube, ich buddel mich aber ein. Brauche jetzt so eine Flasche, die mir Kuhleben generiert. Ihr habt doch mein ganzes zu essen mitgenommen. Ich habe gar nichts genommen. Wer braucht Brot? Alles weg. Ja, liegt ja vielleicht daran, dass ich gestorben bin und Stefan dann wieder über mein Zeug gelaufen ist, woanders gestorben ist. Nein, ich hatte von dir in der Tat, glaube ich, nur zwei Brote aufgenommen, als du irgendwann gestorben warst. Ja. War alles, was ich am Brot hatte. Da kann ich ja Mein nichts für, wenn du Gott. so schlecht vorbereitet bist. Ach so, ich war nicht auf Gäste vorbereitet in der ersten Nacht. Wer Alter, von uns das war auf die war Viecher vorbereitet? aber. Das war jetzt aber auch gerade echt heavy. So, Habt ihr schon Strings? nein. Ein. Oh, sonst hätten wir vielleicht für ein Bett zusammenlegen können. Wäre das alles. Ja, Im das. Spawn einfacher, aber. Ja. Der klassische Anfang. Glaube, im Dungeon findest du ein bisschen Wolle. Als wenn ich jetzt in Dungeon gehe, nachdem ich gesehen habe, wie ich in dieser Nacht hier schon abschneide. Ja, da ist ein Dungeon Warum jetzt nicht? nicht unbedingt Ich gehe mal die eben, Superwahl, das stimmt. geh mal eben meinen Flaschen los und such mal ein paar Schafe. Guck mal, ob wir zwei Das Schafe nehmen wir eingefangen mit. kriegen. Das nehmen wir auch mit. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. So, dann machen wir uns jetzt mal eben eine Oh, das Pickaxe. Milchtrinken ist echt geil. Ich hab den Afro. Echt, hast du es geschafft? Ich hab gerade ein Schwein gefunden. So. Und dann brauchen wir mal ein bisschen Stein. Gibt's sowieso auch Blaubeeren. Ja, da war irgendwo war da ein Busch, hatte ich gesehen. Viele Kühe hier sind. Ich habe schon so oft eine neue Welt angefangen und ich hatte nicht eine Kuh in der Nähe. Hier sind einfach mal 500 Kühe. Super, und das erste, was ich hier finde, ist Gravel. Ach, ist das ätzend. Ja, ein Stein. So, die Dinger, wie hoch können die so circa springen?
hab's nicht gesehen, aber wenn der Zaun davor war, sind sie irgendwie nicht durchgekommen. Doch, einer ist vorhin bei dir über den Zaun gesprungen, ganz sicher. Ja, aber wenn die schon direkt vorm Zaun stehen und dann springen, dann geht's nicht. So, ich mach mal eben hier so ein bisschen Holzkohle. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ach nein, ich kann noch keine Holzkohle machen, weil ich gar nicht genug Steine für den Ofen habe. Irgendjemand zwei Eisen? Ja. Zwei Können wir Schere machen. Eisen. Wenn du herkommen möchtest, gebe ich sie dir. Ich muss jetzt wieder nach Hause gehen. Ich habe gerade zwei Schafe angefangen. So, also der Grundgedanke hinter diesem Projekt mit der Stadt, um das nochmal eben aufzugreifen, ich weiß, muss gestehen, ich bin mir nicht gerade sicher, ob ich es gerade schon erklärt habe. Ich glaube aber nicht. Ist ganz einfach der, wir gründen eine Stadt, in der sind die Sachen und die Grundstücke der anderen tabu. Es sei denn, man hat die Erlaubnis, da drauf zu gehen und sich Sachen zu nehmen. Und außerhalb der Stadt ist man Freiwild. Also PvP ist an. Wen ich hier treffe, den bringe ich um. Komm mal kurz vor die Stadtgrenze, ich will dir was zeigen. Ja, hab ein paar Zombies dabei. Ich habe Freunde mitgebracht. Bin im Biom, ich bin da. So, wir haben einen Ofen. Ich bin so glücklich, da machen wir uns halt direkt hier. Zack. Ich hab zwei Schafe. Steinpickaxe. Und eine Schippe. Schippen sind auch immer Freunde. Flaschen sind echt Ofen. nützlich für den Anfang. Einfach mal Tiere mitnehmen. Plöpp. Hey, geh da rein. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Hafer wesentlich schneller wächst als Weizen. Das Also ich habe kann. zweimal Weizen angepflanzt und in der Zeit habe ich schon wieder 15 Hafer. So ein bisschen habe ich das Gefühl. Das glaube ich nicht. Nicht? Ne, glaube ich nicht. Ne, ist auch absoluter Blödsinn. Ich rede schon wieder Blödsinn. Ja, reiß dich mal zusammen. Echt mal. Mal, brauchst du gleich meine Drying Racks? Du hast gerade geleckt, ich habe dich nicht verstanden. Meine Drying Racks brauchst du die, meine Trocknungsstände, weil ich habe kein Zombiefleisch mehr. Ich habe gar kein Zombiefleisch, glaube ich. Also, ja dann. Ich bin getötet worden, nicht ich habe getötet. Das ist leider ein Unterschied. Deswegen warte ich auch die ganze Zeit bei mir. Ich Ja. gehört, hier gibt's Waffen. Meine Herren, nee, das könnte hier echt noch eine spaßige Nummer werden. So, jetzt machen wir uns mal eben ein bisschen Holzkohle. Ja, wenn ihr die ganzen Geschichten natürlich auch aus einer anderen Sicht sehen wollt, schaut einfach bei Morten auf dem Kanal vorbei. Der nimmt das ja ganz auch auf und lädt es hoch. Dann seht das auch aus seiner Sicht. Link Aus der findet ihr deutlich besseren Sicht natürlich. natürlich Natürlich. an Skill kaum zu überbieten. Guck mal, schaut auf Death Counter. Death Counter. Den sehe ich gerade nicht. Warte. So, hier, da. Death Counter. Nein, wir sind uns ebenbürtig. So. Ich bin zumindest nicht Top 1. Ja, das Ne? ist richtig. Das ist hier jemand anders. Ich glaube, da ist jemand von meiner Nase gespawnt. Nein, schaut natürlich auch bei ihm rein. Link findet er in der Beschreibung. Auch wenn andere noch dieses Projekt joinen sollten, werdet ihr den Link dort auch finden. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir Livestreams und sowas machen, wenn ihr da auch mal reinschauen würdet. Dann kann man auch mal so ein bisschen quatschen. Wenn ihr Fragen zum Modpack habt, was ist alles drin? Worauf soll das Ganze abzielen, etc. Es ist eine ziemlich bunte Mischung, recht ausgeglichen zwischen den ganzen Magie-Mods und den ganzen Technik-Mods. Aber wie gesagt, wenn ihr da was wissen wollt, na, wie immer einfach anschreiben und dann. Ich dir niemals eine Antwort. Genau. Wie wir es schon immer gehandhabt haben. Genau. Kann Die man Antwort auch aus schon so weit. Charcoal keine Fackeln machen? Achso, nee, man macht Fackeln einfach anders. So. Boah. Wie macht man nochmal Fackeln? Ja, echt mal. Ich Was bin hast du aber auch gesehen? manchmal ein Vollpfosten. Geh mal aus der Kiste raus. Was denn? Es wird schon wieder Nacht, was willst du von mir? Echt Er hat jetzt? ein Afro. Nee, ich Kacke. wollte eigentlich die Kuh.
Achso. Die Flasche will ich behalten, mit der kannst du die melken. Und die Milch regeneriert dich. Ah. So, ich glaube. Welche Taste war das nochmal? F, nee, F3, nicht F7 mit dem Licht, ne? Ja. Ich bin am überlegen, ob ich noch eben schnell das Eisen abhole oder ob ich jetzt nach Hause gehe. Ich gehe nach Hause. So, wir müssen hier auf jeden Fall ausleuchten. Das wird nämlich gleich nicht witzig. Doch, das hat Und doch wir haben ganz viel immer noch. Spaß gemacht. Ja, wenn man ein wenig masochistisch veranlagt ist, ist das das Geilste, was mir jemals passiert ist. Da hast du wohl recht. Also. Das Grundstück ist viel zu groß. Bin froh, ja, habe ich auch erst gedacht. Ich habe auch ein Stack Fackeln verteilt. Ja, ein Stack ist es noch nicht. Also so viele Fackeln habe ich einfach nicht. Habe so jetzt schon so viel Kram, von dem ich einfach nicht weiß, was ich damit machen soll und wofür der Kack gut ist. Und wenn ich das jetzt schon habe, will ich gar nicht wissen, wie das später ist. Ja, Ja. es wird nicht einfacher. Cool, jetzt habe ich noch genau eine Fackel. Ich bin so glücklich. Habe ich So, noch Holz für irgendwo Ton? hier hatte ich doch einen Eingang gemacht. So, Leute, viel Glück. Viel Ist Glück das nicht war es viel in der Glück? Nacht. Ja, es Ja, ist wegen der Nacht. Nacht jetzt. Also. Jetzt offiziell. Jetzt offiziell. Ich möchte eine Holzschere haben. Wieso gehen Holzeimer und keine Holzscheren? Wie viele So, ich habe mir Schafe hast du? gerade. Was? Würde das für zwei Betten reichen? Ich habe noch gar keine Wolle, ich habe kein Eisen. Ich Ja, aber hast du Schafe? Wie habe viele drei meine ich? Schafe. Ja, reicht doch für ein So. Bett. Mit Glück könnte das für zwei Betten reichen, oder? Eins reicht, dann geht einer offline. Du musst ja nur die Hälfte schlafen. Ich glaube, ich bin an diesem Kantenweg mal schnell auf mich. Und sterbe dort. Eisen weg. Für immer. Ich schaff das. Oh, scheiße. Ist ja nicht mal ausgeleuchtet. Ja, Ja, das also es hätten wir tut vielleicht mir. mal machen sollen. Ja, Leute, es tut mir auch leid, dass es jetzt hier gerade so arschfinster ist, dass ihr überhaupt nichts sehen könnt. Vermute ich mal, dass, wenn ich das richtig interpretiere, dürfte das hier so dunkel sein, dass man Oh, es Kacke. auf YouTube nicht erkennen kann. Aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht hoch. Kannst Aber du ein mal im schwarzer Creeper. Escape Optionen, Video Settings und die Brightness auf Bright stellen? Ich glaube, das ist ein Dann Stück weit besser. Options. Video Setting, Brightness. Oh, habe ich auch auf Modi. Die ist ja standardmäßig so. Oh, Oh. draußen bleiben. Wo kommt der denn her? Wie schnell der einfach war. Na, Oh, meins. so wirklich viel hat es nicht Ja. gebracht, aber immerhin. Hätten sie Schafe. So. Wie gesagt, ich hoffe, ihr Jo, könnt hier noch ein was ist bisschen denn was das? erkennen. Ich habe hier gerade ein bisschen Kohle gefunden, das ist hilfreich. Was ist das? Achso, das ist von meinem Wegpunkt. Ich dachte gerade. Überlasse. Schalt mich Deine safe. ist Dann das ein war das Baby. Kind auch. Oh. Kann man nicht scheren. Natürlich kannst du das Kind scheren. Nein. Drück Jetzt. da doch drauf. Hä? Ah, schon hast du es gemacht. Nein. Ich hab so eine Schaf Auf jeden weggenommen. Fall, Ich kann mit das den Ding immer Special noch nicht Mobs, scheren. ist Oh das hier auf nein. jeden Fall ganz Oh schön übel. Mann. Jetzt haben wir nur zwei Wolle. Oh, Ich dieser ganze bin's. Weg umsonst. Natürlich. Ich kann das Kind auch nicht in die Flasche bringen, ne? Wie hast du es denn hierher bekommen? Ja, ich hab Ach die so, beiden hast Schafe es. gepaart. Ich dachte, du hättest Guck drei mal, wie die hier Schafe schon wieder gehabt. gucken. Guck mal, wie die hier gucken. Die wollen nur Oh. mein Afro haben. Ich komme nicht mehr nach Hause. Wir haben ein bisschen Kohle, das heißt, wir können uns wieder Fackeln machen. So, jetzt wird es auch für euch Willst wieder du auch einen Hut heller. haben? Nee, danke. Komm, drum Ich auf H. habe Drum auf gerade H. andere Sorgen. Dann hast du unten Aha. links Trade with Nearby Player. Kann ich dir eine Trading-Anfrage machen? Da kommt Christoph dir den. Ich gebe dir Frankenstein. Was für den denn her? Weiß ich nicht. So, ist mir egal, ich will einen Stack fackeln. Er ist im Pressehut. Ich hab noch Mr. Hazard's Mask und den Tree Head. Oh, den setze ich auf. Ne, den will ich nicht traden. Ich wollte jetzt einen geben, weil ich dachte, du hättest keinen. Oh, na klar, habe ich schon welche. Ich habe die noch nicht sofort aufgesetzt. Ja, dann gebe ich dir auch nicht den Pressehut. Den Pressehut finde ich nämlich cool. Kannst hier Ja, kommt gleich Luigi an. haben. Bin. Oh, guck mal. Hey, komm, erzähl mir, dass dieser Hut nicht perfekt zu meiner Rüstung passt. Ich sehe nichts mehr, ich bin noch im Ding ins Menü. Ich kann übrigens auch Items dafür geben. Der ist perfekt, also ich finde auch meiner ist einfach. Nein. Hier so. Was? Ich
Ich habe in unserer ganzen Abstinenzzeit ganz vergessen, wie stressig Minecraft sein kann. Ich möchte hier keine Panik machen, aber hier drin können Monster spawnen. Ja, und dann sind die in dem Loch drin. Die springen wohl nicht raus. Die können ja nur 5 Blöcke hochspringen. Ja. Das Loch ist 2 hoch. Merkst du was? Bin ich jetzt zu doof für die Logik, oder? Vielleicht. Muss mal hier ein bisschen, bisschen Kohle aus meinem Fußboden kratzen. Ich bin gerade echt ein bisschen traurig, dass sich das nicht gelohnt hat, hierher zu kommen. Ne, ich hoffe, dass die Schafe jetzt mal eben, ne? Ja, wie denn? Da ist keine Erde. Ja, ja, kümmere mich gerade rum. Oh mein Gott. Hast du Knochenmehl? Nicht, 2 Stück. Na, einer reicht mir. Und, ja, oder hast du die Gießkanne mit? Gießkanne habe ich natürlich auch mit. Dann gieß mal bitte hier über den Dreck, wenn jetzt die Schafe hier weg sind. Oh. Genau, hau das Schaf einfach mal. Wenn ich das mit der Flasche hau, ist das was anderes. Ja, ich. So, gieß mal bitte den Boden. Hä? Du hast du die Gießkanne. Ja. Ja, ganz ruhig. So, jetzt ist noch ein Gras drin und jetzt, muss man Schaf auch wieder rein. Und du hör auf zu deinem Kind zu gehen, ist ja wohl Frechheit. Unverschämt halt sowas. Denkt das Ding durch denn? Jetzt Kühe hier auch eingefärcht sind. Ich bin mal wieder hier der Mega-Tierhalter. Bring mir mal dein Zeug hier ein bisschen, ne? So. Ich hab da wohl was zu essen. Mach mich mal nützlich, wenn ich schon hier bin. Ich finde das witzig, wie die Creeper alle, wie der Creeper gerade dich die ganze Zeit angeguckt hat, obwohl ich direkt daneben stehe. Kannst auch hier ein bisschen Zombiefleisch nehmen, ne? Also hier getrocknetes. Ja, danke, ich hab im Moment genug. Guck mal bitte mal eben Steak. In die Richtung. Oh. Siehst du den Typen da hinten? Er ist einfach unsichtbar. Nee, jetzt nicht mehr. Hey, war der eben bei dir auch unsichtbar? Ja, natürlich. Aber jetzt aber ist er nicht mehr unsichtbar. Vielleicht kann er halt nur begrenzt. Da kommt direkt das Kind an. Aber was ist das? Ich will das haben. Das ist Mana. Geh doch raus. Das brauchst du aber nicht. Aber. Toll. Hättest mir das nicht vorher sagen können, bevor ich mein Leben riskiert habe. Du hast es doch aufgemacht hier und. Ja, aber du hättest mir ja vorher. Oh, war ich nicht. Genau, mach den. Die 2 Weizenpflanzen werden niemals auswachsen. Das schafft man wieder Wolle, beide. Okay, ich hol's mir. Willst du? Guck total Knochen. Traurig. Ich kann nicht traurig sein mit einem Zylinder, wo Blumen rauskommen. Nimm das Knochenmehl als Entschädigung. Achso. So, jetzt haben wir genug. 5. Nee. Ach. Jetzt komm, hau die Schafe wieder ab und geh wieder zu ihrem Kind. Oh, nee, das ist gut. Die will ich gar nicht abhauen. Geht bei dir kannst eigentlich ein Bett so. Machen. Ja, ja. Kannst du jetzt ein Bett machen? Ich sehe hier keine, auch hier drin, ne? Ja, hier unten. Ich habe alles hier in den Bunker reingepackt. Ist doch überhaupt nicht eng, ne? Hier, schenke ich dir, warte. So. Ja, genau. Ja, geh doch mal weg. Mitten in den Weg. Ja, geh da weg. So, du schläfst. Du bist auch ein toller Inneneinrichter hier. So, weiß. Schlafen, schnell. Jetzt hat er vergessen, Morpheus reinzuschmeißen. Ah, es ist wieder Tag! Oh. Das ist ja Liebhaberei. Es wird wieder Tag, die Creeper klettern auf die Bäume. Ganz ernsthaft, bei mir klettert gerade ein Creeper. Lol. Achso, okay. Hallo. Kannst das Bett auch mitnehmen? Nö, ist okay. Wie mich hier gerade so ein Creeper anstarrt. Das Schaf ich geb dir mal die Schere, weil das deine Creeper sind, weil das deine Schafe meine Creeper. Sind, kannst. Komm her, Creeper. Deine Creeper. Die Creeper deine ganz eigenen Creeper. Jetzt hauen wir das hier ab hier. Ja. Wie viel Wolle hast du noch? 1. 2. Ja komm, hier ist noch 2. Das ist auch ein Bett. Ah. Hast du das Knochenmehl eingesammelt gehabt? Ja, hab ich. Gut. Das kann ich auch nicht wieder alleine. Hier, deswegen hab ich dir gegeben, du. Oh, da draußen ist ein schwarzer Creeper. Echt jetzt? Jetzt. Rassist. Oh, ist, ja. Er heißt auch noch Dave Creeper. Dave Creeper? Sowas muss doch nicht sein. Oh, ich hab ein bisschen Angst vor dem. Kannst du mir mal helfen? Komm, ich mach den kaputt. Ich habe mein Spawnpapier okay, gesetzt. Oh. Ups, das war ich. Alter. Ja, ja. Oh. Boah, und deine Holzrüstung ist bestimmt ganz toll. Okay, tschüss. Viel Spaß noch.
Der Creeper da hinten hat einen Hut. Der Creeper hat einen Hut. Der gefürchtete Hut-Creeper. Ach, das ist gar kein Eisen. Ach, das ist gar kein Gummi. Hör auf, mich auf meine Fehler anzusprechen. Wer, wenn nicht ich? Das ist richtig. Ich isoliere meine Kabel auch mal mit Kohle. Oh, der Creeper ist explodiert. In meinem Texture Pack sah die Kohle aus wie das Gummi. Mann. Mann. Mist. Mein Favor ist abbauen. Nein, kann ich nicht. Ich habe Aluminium und Kupfer. Ich könnte eigentlich eine Schmiede anfangen. Eine Schmiede braucht man so viel. Ja, so viel Lehm und. Aber wir wohnen ja eigentlich relativ nah an Wasser. Ich finde das trotzdem so nervig, das zu farmen. Ein Stack jeweils. Ja, aber unter Wasser. Oh. Wenn man irgendwo Sand wegmacht, das sieht es da gleich so hässlich aus. Wir gehen in eine Wüste, wir machen eine Wüste hier in der Nähe. Und alles Sachen, die du beachten musst. Mit dem Holzeimer konnte ich jetzt aber keine Lava holen, ne? Nee. Schade. Probier's bitte mal. Was passiert da? Rate mal. Genau das, was du erwartest. Ich sterbe. Ich hoffe mal, es geht einfach nur der Eimer kaputt. Ich hoffe mal, du stehst nicht in Flammen. Ich hab's ja noch nicht probiert. Es ist Silber, damit können wir auch gerade noch nichts anfangen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen schweigsam. Ich muss mich hier mal echt so ein bisschen orientieren. Das ist ja fürchterlich hier. Mein geile Holzrüstung ist gleich kaputt. Das macht mich ein bisschen traurig. Holzrüstungen sind ja auch so effektiv. Hey, die hat mir locker das eine Mal das Leben gerettet. Streckt sich so ein Arm aus der Holzrüstung und zieht dich aus so einer Schlucht. Genau, das ist auch der Sinn bei einer Eisenrüstung. Ja. Nicht, dass sie irgendwelche Pfeile oder so abfängt. Nein, da kommt ein Eimer raus. Ein Arm ein Eimer. Raus, der dich. Ja, ein Eimer. Der dich dann rettet und aus der Gefahrenzone reißt. Zieht, wirft, mit einer Angel. Geist. So wie der Zombie dich vorhin gerettet hat, du hast halt einfach nicht angenommen. Kommst du in mein Haus rein und schwupps, was auf dem Bügel. Lieber Zombie, den dann... Genau, der wollte dir gar nichts böse. Der sieht doch ganz nett aus, den rette ich. Er kommt wieder, ist ja nicht blöd. Warum kann der Zombie nicht ertrinken? Das für mich steht die ganze Zeit irgend so ein Zombie einfach in diesem See rum. Ja. Ja. Bin mal eben so lustig Schnurrbart. Ich trau mich nicht zu dem. Man haut er mich bestimmt. Ich trau mich hier gerade keinen Meter weit zu gehen. Wieso ist doch Tag? Ich bin in unter der Erde. Eine Wasserquelle ja, reicht für 4 Feld, ne? Ja, 4 in jede Richtung. Wow! Oh, oh, oh. Wo kommst du her? Aus Stumpfhausen, bitte sehr. Das ist Reflex. Das Lied zu euch gehört. Alles gut. Wir leuchten hier jetzt erstmal noch ein bisschen aus, bevor wir hier weiterlaufen. Ich halte das für einen guten Plan. Sag denn die Mobs dazu, wenn du alles ausleuchtest. Ja, komm auch nicht zu dir. Und leuchte alles aus. Denken sie sich, dann springen wir halt rein. Ja genau, dann kommen sie wieder angesprungen. Springende Mobs, ich glaube es hakt. Am besten noch irgend so ein Viech, was ein Creeper auf der Schulter in der Hand. Meine Fresse, ist das alles stressig hier. Bring dir mal ein Geschenk vorbei, ne? So viele blinkende Erze. Darfst du nicht abbauen, die sind nicht unter deinem Haus. Ich muss gestehen, ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin. Aber ich glaube, ich bin in der Nähe meines Hauses. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Das kann ich alles noch nicht abbauen. Das ist auch nichts. Wo hast du dich hineingebuddelt? Bei mir im Haus. Und dann bin ich in einer Schlucht gelandet.
natürlich bitter. Boah, ich habe auch einfach so viel Kacke, von der ich alleine so viel Seeds, mit denen ich nicht mehr weiß, was ich damit anfangen soll. Zur Not immer pressen, Samenkerne. Ich meine, da ist normales Minecraft leicht. Es gibt genau einen Samen. Ja, okay. Ja, hier gibt's ein paar mehr. Ein paar mehr. Ich habe auch kaum normale Samen. Ja, die findest du eher selten. Ja, weißt du noch, als wir irgendwann mal bei Jungs so Plenty angemacht haben und keine Wüste gefunden haben? Ja. Findest du auch gar kein Schneebiom, also die sind ja auch total selten dann. Wenn du in der falschen Gegend bist. Ja, findest du überhaupt kein normales Biom mehr. So, ich hab dir übrigens ein Bett eingestellt, ne? Mir? Jetzt alle im Bett. Ja. Alle ein Bett. Das ist sehr freundlich von dir. Ich hab nicht gesehen, dass du dich irgendwo eingebuddelt hast oder irgendwo, wo es sicher wäre, deswegen hab ich es einfach draußen hingestellt. Ja, auf der Rückseite meines Grundstückes ist. Sind ja nicht alle so feige, dass wir uns hier irgendwie in die Erde graben müssen, ne? Das heißt hier feige, das ist Taktik. Na, ich hab mir da unten keine Höhle gebaut. Ich bin in der Schlucht und bin am Hain. Vor allem machst du das tagsüber. Gleich bei Nacht ist können wir jetzt wieder oben und. Das ist ja relativ egal. Ja, aber wie ich es echt geschafft habe, hier noch kein Eisen zu finden, ne? Ist das. Das ist Eisen? Ist das Eisen? Oder ist das Ferris? Ach, manchmal ist dieses Texture Pack echt hinterlich. Du kannst doch angucken, ist doch Wader. Ja, ich war aber noch nicht nah genug dran. So, aber ich glaube. Wie kann ich mit diesen komischen Flaschen die Kühe aufsammeln? Hauen. Einfach hauen. Hm? Ja. Ach, hauen. Ah, okay, danke. Einfach schlagen. Einfach, Gewalt ist die beste Lösung, oder? Ja, bei den Sachen schon. Irgendwie habe ich so ein kleines Problem mit meiner Mine. Erstmal kommt Amber, was ich nicht abbauen kann, weil ich kein Eisen habe. Dann kommt Silber, was ich nicht abbauen kann. Ja, ich kann hier auch kaum was abbauen. Wir haben jetzt zu wenig Eisen. Eisen ist mangelbar. Ich bin noch an der Oberfläche. Ich habe es nicht so eilig wie ihr. Nee, ich bin komischerweise relativ fix runtergekommen. Ich guck mal nochmal hinter meinem Haus. Da waren noch ein paar offene Erze. Bei meinem Glück finde ich jetzt einfach auch den Weg nach oben nicht mehr. Bullt sich da einfach nach oben. Und landet unter meinem Grundstück. Hab mir alle meine Erze geklaut. Das Eisen? Ich glaub's ja nicht. Das noch erleben, ist eigentlich so das wertvollste Rohmaterial? Sind das Diamanten oder? Nein, Diamanten haben. Also so doof wie es klingt, aber etwas später haben Diamanten eigentlich so gut wie gar keinen Wert mehr. Ja. Also Eisen brauchst du immer in rauen Mengen. Aber du findest eigentlich auch genug Eisen. Später hat sowieso eigentlich nichts mehr Wert. Das stimmt. So. Ich habe jetzt ein bisschen was gemeint, die Aufnahme ist auch schon ordentlich lang, also es ist die erste Folge, die dürfte wahrscheinlich irgendwas so mit halbe Stunde, 35 Minuten werden. Die brechen wir jetzt hier ab. Ich werde hier noch das Übliche machen, ein bisschen Holz farmen, mal gucken, dass ich einen kleinen Unterstand gebaut kriege. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Tschüss!